Hallo liebe MOBA-Freunde, heute geht es um das Thema Schranken an einen Decoder anschließen und nachwippen lassen. So, was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich unseren DR4024, zwei Servos und für das Andreaskreuz habe ich jetzt mal zwei Lämpchen in Form von Signalen mit dran geschlossen. Ich habe zum Schalten meine Multimaus, geht halt schneller und wir benötigen auf dem iPad oder iPhone die Z21 App, die schwarze. So, wie immer, wie gesagt, werden wir als erstes mal den Decoder wieder zurücksetzen. Dazu öffne die Z21 App auf deinem Handy oder Tablet. Dein Decoder sollte natürlich mit dem Programmiergleis verbunden sein, der Power- und der Signaleingang. Und wie gesagt, wie beim DR4018 auch bitte immer den ersten Eingang mit einem Verbraucher belegen. Hilfreich ist natürlich auch die letzte Bedienungsanleitung vom Stand 10.07.2019. Und da suchen wir uns nochmal die Seite 20 raus. Da ist denn unser Vorhaben eigentlich schon beschrieben. Im CV 47 unter Wert 3 haben wir unseren Bahnübergang mit Wechselblinker mit zwei Schranken als Massensimulation auf zwei Adressen. So, nun setzen wir unseren Decoder einfach erstmal zurück, weil wir wissen ja nie, was hat der Vorgänger oder was ist überhaupt drauf programmiert. So, öffne nun die schwarze Z21 App, geh auf CV-Programmierung, dann auf Programmiergleis und gib als Adresse, CV-Adresse die 8 und den Wert 8 ein. Wir setzen nun den Decoder erstmal auf Werkseinstellungen zurück. Dazu drücke die Programmtaste am Decoder, CV setzen und schalte die Programmtaste wieder aus. Und der Decoder ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgestellt. Jetzt müssen wir ihm kurz noch eine Adresse verpassen. Dazu gehe, wie gesagt, auf deiner Multimaus auf Weiche, gib halt die 01 oder irgendeine Adresse ein, bestätige mit OK einmal die Taste am Programmierknopf und einmal hin und her schalten. Natürlich solltest du vorher deine Signalhörner noch nicht festgeschraubt haben. Dazu schauen wir halt mein anderes Video an. So, wie gesagt, der Decoder ist jetzt der erste Kanal auf die 1 eingestellt. Damit können wir aber noch nicht zwei Schranken bedienen. Das heißt, wir stellen jetzt diese Massensimulation erstmal ein. In der Anleitung dazu schreibt DigiCase, gehe auf auf CV 47 und gib beim Wert 3 ein, das ist dieser Bahnübergang mit zwei Wechselblinker, zwei Schranken und dieser Massensimulation. So, wie gesagt, die CV-Adresse 47 als Wert den 3, Programmierknopf gedrückt und wir setzen die CV und schalten den Programmknopf wieder aus. So, unsere Servos sind jetzt auf Bahnübergang mit Wechselblinker kontrolliert. Das probieren wir einfach mal aus. Jawohl, beide Servos schalten gleichzeitig und es gibt, wie gesagt, ein kurzes Nachwippen und die Lichter bleiben halt so lange an, wie die Schranke halt geschlossen ist. Beim Öffnen, wie gesagt, oben und wippen auch noch mal kurz nach. So. Nun ist dieses Wippen, also dieses einmal nachwippen, was dieser Standard da bringt, eigentlich, naja, nicht so Realität. Aber wir können das auf jeden Fall nochmal ändern.
Und zwar auf der Seite 22 in der Anleitung steht es drin. Und zwar die CV 137 bis 140. Das heißt, die vier Abgänge von unserem Decoder. 37, 38, 39, 40. Kann man individuell noch einzeln ansteuern. Und zwar mit der, wie gesagt, beim ersten der 137 und hinten beim Wert, wie gesagt, kann man von 0 bis 63 noch variieren. So, nun gibt, wie gesagt, wir fangen mal mit dem ersten an, die 137 ein. Beim Wert gebe ich jetzt mal eine 10 ein. Wie gesagt, man kann es auch unten mit den Bits einfach setzen. Die ersten Bits, danach richtet sich dann, wie oft der hin und her mitpendelt. Bei den zweiteren, da wird der Ausschlag etwas größer, also bei den Zahlen 4 bis 7. Bei 0 bis 3, wie gesagt, dann pendelt er in einer bestimmten Anzahl nochmal nach. So, Programmknopf drücken, CV setzen, Programmknopf aus. Das gleiche natürlich auch für den zweiten Servo. Das wäre dann in dem Fall die CV 138. Und ich mache jetzt auch mal diesen Wert 10. So, das schauen wir uns dann mal an. Jetzt pendelt er schon mal ein paar Mal hin und her. Also wie gesagt, kann man sich rumspielen, ein bisschen ausprobieren, wie es halt jeder mag. Und man kann es jetzt auch noch sagen, der eine soll ein bisschen mehr pendeln oder der andere soll weniger pendeln, dass nicht alle synchron sind. Wie gesagt, jeden Servo kann man separat ansteuern. Dann macht man beim ersten Servo eine als Wert eine 5 und beim zweiten eine 10. Und das sieht dann recht gut aus. So, ich habe das mal ausprobiert und jetzt schauen wir mal, wie genau, dann sind die nicht mehr synchron und ich denke mal, das ist auch ein ganz tolles Ergebnis. Also wie gesagt, ich wünsche viel Spaß und wenn es euch gefällt, lasst mir ein paar Kommentare drunter. Danke, ciao.